Hallo und willkommen zu Orbital Plausch. Schön, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Thorsten und wir werden uns heute über Raketenmodelle unterhalten. Das Ganze kam daher, dass ich mich letztes Mal wieder gefragt habe, so ey, es gibt Sachen, die würde ich unheimlich gerne mal ausprobieren, aber mir fehlt vielleicht entweder das bisschen Kleingeld dazu oder einfach die Möglichkeit. Ja, wenn wir auf dem Trecker mal fahren, fragt man einen netten Bauern von nebenan und bei anderen Sachen kann man sich manchmal einkaufen. Wie sieht es aber mit Raketen aus? Sehr knifflig. Also, ich habe zumindest weder das Kleingeld noch die Möglichkeit, mit SpaceX einmal schnell in den Weltraum und zurückzukommen. Aber vielleicht gibt es ja eine andere Methode, nämlich Modellraketen. Ihr kennt das vielleicht von Modellfliegern, gibt es auch für Raketen. Dafür habe ich mir heute einen Spezialisten eingeladen, weil es klar, da brauchen wir jemanden, der uns ein bisschen was dazu erzählt. Und da habe ich es geschafft, den Holger Voss, a.k.a. ja, Space Holger oder aber den Dr. Rocket dafür zu gewinnen. Und der wird im zweiten Teil zu uns stoßen. Aber von daher erstmal für den ersten Teil. Was heißt denn das eigentlich? Naja, Raketen auf dieser schönen Welt kommen daher, wie soll ich sagen, wir haben ein Grundgewicht erstmal zwischen 10 und 1,5 Kilogramm. Das ist jetzt nicht so gerade schwer, aber wir dürfen in Deutschland gar nicht so viel haben. So eine Modellrakete funktioniert ganz genauso wie ihr Pendant der echten Rakete. Das heißt, wir haben einen Rückstoß. Dadurch kommt das eben ein Gasstrahl unten aus diesem Motor heraus produziert wird und der drückt die Rakete nach oben. In der Regel sind das alles Feststofftreibsätze, die dafür verwendet werden, die also kontrolliert für einen ganz kurzen Brenndauer einen Schub entwickeln und das Ding nach oben schießen. Und nach oben ist schon ziemlich klar, wir sehen das hier schon, es geht senkrecht rauf. Je nachdem, wie man jetzt seinen Motor auswählt, zwischen 50 und 1000 Metern, das ist schon eine ganze Menge, und unter Umständen auch gar nicht mal so langsam. Die guten Stücke können nämlich Geschwindigkeiten bis zu 600 km/h erreichen. Das ist echt schnell. Ob das für alle gilt? Hören wir später auf alle Fälle. Wichtig ist, auch bei diesem tollen Hobby gibt es einen echten Höhepunkt, nämlich der höchste Punkt, wenn die Rakete erreichen kann. Dort wird nämlich eben etwas ausgestoßen, meistens ist es ein Fallschirm, um das Ding einfach wieder sicher zum Erdboden zu bringen, sodass das Ding auch wiederverwendet werden kann. Ist ja klar, wir wollen es ja nicht gleich wegschmeißen. Und wer ist wer? Ja, das geht wirklich abhängig von der Komplexität, ich sage mal von Kindern und Anfängern, wo recht einfache Modelle gebaut werden, bis hin zu sehr komplexen Varianten, die also echt was eher für erfahrene Enthusiasten sind. Zum Beispiel, die nachher auch bei einem Wettbewerb mitmachen wollen. Gibt es hier nämlich auch. Prinzipiell aber, es gibt haufenweise Kites und Anleitungen zum Selberbauen. Das heißt, wenn das etwas für dich ist und du wirklich Spaß dran haben möchtest, bleib doch einfach zum zweiten Teil, dann werden wir nämlich noch ein bisschen genauer darüber plauschen. Hat es dir ansonsten nur bis hierhin gefallen, dann hinterlass doch bitte ein Like und vielleicht auch ein Abo für den Kanal. Und dann hören wir uns in 2 Wochen an dieser Stelle wieder. Oder aber du bleibst jetzt einfach dran. Wenn du live dabei bist, kannst du auch gleich Fragen stellen. Und da sehen wir uns nämlich im zweiten Teil. Bis dahin, hab immer eine Handbreit Luft unterm Hintern und wir plauschen miteinander. Ja, hallo. Willkommen zum zweiten Teil. Im zweiten Teil hole ich gleich mal unseren Gast dazu, nämlich den Holger, mit dem wir jetzt ein bisschen über Modellraketen plauschen werden. Der Harzner ist wie immer im Hintergrund. Er sortiert eure Fragen. Wenn ihr also irgendwas habt, einfach mit @orbitalplausch einstellen. Er sieht die Dinger und kann sie dann mir entsprechend zugeben. Aber erst einmal einen wunderschönen guten Abend, Holger. Wie geht es dir? Hallo, hallo, alles ist gut hier und ich bin hier gerade noch bei der Arbeit, denn ich arbeite bei einer Firma, wo Modellraketen gebaut werden, aber dazu kommen wir später noch. Das ist natürlich schon sehr, sehr nett. Also du bist vom Fach, du kannst uns da heute ein bisschen weiterhelfen, aber
In so ein Fach wird man ja meistens oder selten nur reingeboren. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Verwandtschaft ist. Was hat dich am Modellbau gereizt oder wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ich habe mich als kleiner Junge schon für Flugzeuge und Raketen interessiert, unter anderem. Und gerade als ich so in dem Alter war, wo man so leicht beeinflusst wird, da kam sowas wie ein Space Shuttle auf die Bühne. Leicht beeinflusst. ja, gut. Und ja, das war natürlich dann für jemand, der Flugzeuge und Raketen mag, natürlich die perfekte Kombination. Ja, und das ist eigentlich heute, 10. April, ist auch ein leicht historischer Tag. Da gab es nämlich 1981 am 10. April den ersten Startversuch vom allerersten Space Shuttle Columbia. Wurde leider abgebrochen, aber es gab schon eine Live-Übertragung im Fernsehen, die ich mir angeschaut habe. Und zwar auch ohne Start beeindruckend. Und ja, gut, der Start erfolgt dann 2 Tage danach. Und ja, gut, den habe ich dann leider aber nicht im Fernsehen gesehen, weil es war ein Sonntag und komischerweise hatte ich die seltsame Idee, die werden ja doch nicht am Sonntag arbeiten. Nee, wer macht sowas? Tatsächlich genau, war ich an diesem Sonntag nämlich bei einem Kumpel zu Besuch und ich habe nämlich ihn dann davon überzeugt, dass wir uns doch das unbedingt anschauen müssen. Der konnte das überhaupt nicht verstehen. Aber das sehen wir auch jetzt gerade. Das sind jetzt tatsächlich Aufnahmen eben von STS Nummer 1, also dem ersten Shuttle-Start, der damals da rausgegangen ist. Und das heißt, du hast ihn dir dann bis zum Ende, also du hast ihn dir nicht anschauen können, aber die Landung, daran kann ich mich zum Beispiel nicht mehr erinnern. Ist die Landung eigentlich damals im Fernsehen eigentlich übertragen worden? Ich weiß es gar nicht. Ja, doch, es wurde auf jeden Fall übertragen. Ja, die Bilder waren nicht besonders scharf, aber weil alle großen Sicherheitsabstand eingehalten haben offenbar. Ja, aber... Ja gut, sowas gab es noch nie halt, dass ein Raumschiff wie ein Flugzeug wieder zur Erde zurückkam und das war auch so sehr, sehr beeindruckend. Ja, und ich habe danach alle Shuttle-Flüge. Ja, wir sehen jetzt hier auch gerade so ein bisschen Aufnahmen davon, von diesem Event, eben von der Landung, die tatsächlich auch mal bei Tag stattgefunden hat, haben ja glaube ich die meisten ganz am Anfang. Und das Ding ist ja wirklich runtergekommen wie so ein fliegender Stein, ja, also das fand ich waren einfach war ein abgefahrenes Bild gewesen, ja. Wir sehen es jetzt auch hier von den T-38-Jägern begleitet, nach unten bis zur Landebahn und das ist ja wirklich ein sehr, sehr schnell fliegender Holzklotz, ja, aber die Jungs haben das gut trainiert und sind dann auch richtig auch gelandet. Ja, das waren also deine Anfänge gewesen und hatte ich das dann auch noch weiter verfolgt, der arme Shuttle, oder? Ja, doch. Gut, die Idee war dann natürlich, sowas kann man auch als Modell bauen. Ich habe da auch so Plastikflugzeuge gebaut bis dahin. Und dann, es gab aber keine Bausätze zu der Zeit. Gleich, und dann habe ich halt angefangen, selber welche aus Papier zu bauen. Und irgendwann habe ich dann auch die, ja, eigentlich müsstest du die ja auch starten können. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, mit einem Gummi oder so? Naja. Oder? Nee, schon mit Raketenmotoren. Das war schon Ach mal so, also richtig, hab dann, okay. Habe ich dann so versucht, gut, das ist aber, sag ich mal, die Raketenmotoren, die ich selber zusammengebaut habe und auch den Treibstoff zusammengemischt habe, die waren dann nicht gut genug praktisch, sodass es für einen Space Shuttle nicht gereicht hat. Aber ja, Finger sind noch alle da, hab Glück gehabt. Aber die Leidenschaft dafür war das damit auch schon mal gezündet. Hatte ich zumindest auch weiter dann auch beglitten nach in die einzelnen Regionen hinein. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir uns mal ein bisschen Modellraketen mal im Einzelnen angucken. Vielleicht. Das ist wäre noch ganz nett. So eine Modellrakete, die haben ja alle, wenn ich es so ein bisschen auch verstanden habe, so ein bisschen das gleiche Schemata, wie die immer aufgebaut sind, ne? Ja, genau. Magst du hier vielleicht mal ganz kurz durchgehen durch das Bildchen? Ach, du hast sogar noch einen Live-Teil da, ey. Wo komme ich denn da mit dem Bildchen her? Das ist doch hier viel interessanter. Genau, also man hat, erstmal braucht man einen Motor.
die, ich habe mal ein jetzt hier Original von unserer Firma, und der kommt dann hier rein, ja. Das ist das transparente Raketenmodell. Der Aufbau ist eigentlich ganz einfach. Haben wir hier mal einen aufgeschnittenen Motor. Ah, hier sieht man vielleicht die Düse, ja, das ist eigentlich bloß so eine kleine Öffnung, ist eine Keramikdüse. Und dann der rote ist dann der eigentliche Treibsatz. Der brennt dann so nur für 1, 2 Sekunden. Ja. Und dann haben wir noch eine blaue Phase, da gibt es auch Treibstoff drin, aber der ist gebremst, also der brennt langsamer. So für 3 bis 7 Sekunden meistens. Gibt es verschiedene Verzögerungen, wie man das nennt. Und dann gibt es hier noch was Gelbes, das nennt sich dann Ausstoßladung. Was man jetzt vielleicht überraschend findet, ist, dass nachdem der Motor ja erstmal in die hinten nach Richtung nach hinten rausgearbeitet hat, zum Schluss arbeitet er dann nach vorne raus, zumindest die meisten Varianten von Motoren. Dort wird dann das heiße Gas nach vorne ausgestoßen, weil, Und jetzt kommen wir wieder zurück zum okay, richtigen Modell, genau. genau, da das Gas geht dann hier vorne in die Rakete rein und man sieht hier, das sieht aus wie Faser, Naturfaser, ist eigentlich sogar Hanf, ja, eine gute Anwendung dafür. Und hier vorne ist ein Fallschirm. Und wenn die Gase hier reingehen, dann wird das alles rausgeblasen, inklusive der Spitze, und dann kommt der Fallschirm raus und ja, das Isolationsmaterial auch, also in dem Falle Hanf, weil ja, so ein Fallschirm, den man da benutzt für die kleineren Modelle, ist aus Plastik und Hitze von dem Raketenmotor und Plastik ist keine gute Kombination. Keine Freunde. Deswegen braucht man ein bisschen Isolationsmaterial. Also ja, neuerdings benutzt man halt Naturprodukte. Vorher war es halt so ganz dünne Glasfaser, ja, die dann geschmolzen ist. Ja, und hier, gut, das glimmt dann so ein bisschen, aber ist auch schnell wieder inaktiv. So, und dann das Ganze verbunden mit einer Schnur landet dann an einem Fallschirm auf der Erde. Man kann dann das, falls noch Hanf drin ist, es rausnehmen und auch den Motor austauschen und dann kann man wieder alles zusammenbauen und dann kann man schon wieder fliegen. Also das ist Da geht ja, das das Spiel wieder von vorne los. Ach, schön. Grundprinzip für alle Raketen, genau. Genau, wir haben das jetzt hier nochmal ein bisschen so Ja. als Grafik, das heißt auch von Ja. rechts nach links, ne? Also das Spitzchen obendran, das wird ja auch nachher gerettet, ne? Das ist ja auch kein Ja. Abfallprodukt. Ihr wollt ja im Endeffekt ja Ja. eigentlich alles aufheben, was da rauskommt. Es ist also nichts, was irgendwie verloren geht, sondern es wird alles nachher wieder recycelt. Bis auf den Motor. Genau. Aber gut, Der fangen wir Motor ist an. dann ausgebrannt, genau. Genau, also Und rechts haben wir der erstmal wird. die Spitze, dann diese sogenannte Schockleine, wahrscheinlich damit sich eben die Spitze nicht zu weit entfernt vom Rest. Genau, das ist meistens so eine Art Gummiband, weil, sag ich mal, das wird so richtig rausgeschossen aus der Rakete. Ich weiß nicht, ob du später mal das Video zeigst von der Trennung von der Onboard-Kamera. Da kann man das vielleicht ahnen, dass es mit ein paar Metern pro Sekunde rausgeschossen wird. Und da könnte natürlich die Schnurbefestigung abreißen. Deswegen nimmt man aber ein Gummiseil und das dehnt sich dann aus und bremst das alles ab, sodass da nichts auseinanderreißt. Genau. Dann, genau, sehen wir auch schon den kleinen Fallschirm, der danach kommt. Das ist, ich umrande das hier einfach mal so ein bisschen. Ja, genau. Ist da eigentlich immer ein Fallschirm drin oder sind das mehrere Fallschirme? Also für so kleine Raketen benutzt man nur einen Fallschirm. Wenn man mehrere Raketen hat oder auch eine größere Rakete, dann kann man schon mal einen Fallschirm für die Spitze einzeln nehmen und dann für den unteren Teil der Rakete einen weiteren Fallschirm oder auch zwei, je nachdem, was einem zur Verfügung steht. Also da ist einiges möglich dann. Das heißt, je größer die Rakete und länger, desto mehr Raum habe ich da drin, aber desto mehr Fallschirme brauche ich auch unter Umständen oder desto größere wahrscheinlich, um das Ganze dann wieder so in Ruhe und sicher nach unten zu bringen, ne? Ja, genau. Man kann die Fallschirme ja auch nicht beliebig groß machen. Man hat zwar mehr Packraum, aber man möchte auch nicht, dass die Leinen sich verheddern und ähnliches. Deswegen trennt man das auch alles und packt das dann auch so ein bisschen extra ein, die einzelnen Fallschirme, dass es das da keine Konflikte gibt.
Ja, es ist dann ein bisschen komplizierter, aber es ist dann sicherer im Endeffekt, wenn man es richtig macht. Wenn man es richtig macht, wie immer, genau. Aber kommen wir auch noch gleich dazu. Dann, also, die Schutzwatte hast du ja eben schon mal erzählt, eine hervorragende Anwendung für Hanf. Nicht erst seit dem 1. April, sondern schon seit etwas länger. Das finde ich sehr, sehr gut. Darunter haben wir dann, ja, jetzt sehe ich einmal so eine, erstmal natürlich so hübsche rote Flossen. Ja. Unten eine nach oben. Das ist also jetzt keine Reminiszenz an irgendwelche Wale oder Haie oder so irgendetwas. Ja, naja, man braucht also mindestens eigentlich drei Flossen, vier ist besser, um wirklich einen stabilen Flug garantieren zu können in die gewünschte Richtung. Da der strömt die Luft da an den Flügeln vorbei und wenn die Rakete anfängt zu kippen, dann korrigiert der Luftstrom die Richtung der Rakete wieder. Ah, der hilft mir also dabei. Ist also relativ. Ja, ich benutze alles, was ich habe, möglichst wenig Technik, damit wahrscheinlich nichts kaputt gehen kann dabei oder so. Ja, Steuerung von Raketen ist auch ein interessantes Thema. Da braucht man dann aber natürlich einen Computer und ein Kreiselsystem. Genau. Wird auch gemacht, aber dann wird es richtig auch gut teuer, wenn man sowas macht. Ja, dann wird es spaßvoll, genau. Aber bleiben wir erstmal hier bei dem kleinen theoretischen Teil hinten. Du hast schon gesagt, da wird auf alle Fälle dann an den Motorhalter, dann kommt der kleine Motor rein. Den schauen wir uns auch gleich nochmal in Ruhe an. Aber ich habe jetzt zwei weitere Sachen gesehen, wo ich denke so, wofür brauche ich denn das? Einmal dieses Leitröhrchen und einmal, da ist ein stumpfer Haken. Ist das der kleine Haken, der auf meiner Schulter sitzt und mit mir immer spricht? Nee, das Ding hat wahrscheinlich schon irgendwo einen sinnvollen Einsatz. Ja gut. Also in der kurzen Antriebsphase, da schiebt der Motor die Rakete, ja. Aber wenn er das Gas dann in die Rakete hinein ausstößt, dann würde der Motor ja auch aus der Rakete rausgeschoben werden und deswegen muss man den halt festhaken, den Motor. Ah, ein Motorhaken. Jetzt, Das ist ja cool. Das heißt im Endeffekt, klar, in dem Moment, wo das gute Stück hier hinten in diese Richtung, also in dem Moment, wo er hier in diese Richtung das Gas ausschiebt, will natürlich, klar, Reaktionsgesetz, will natürlich unser kleiner Motor hier, der will natürlich hier abhauen. Das heißt, er will die gute Rakete verlassen, warum denn auch nicht, aber er wird dann von diesem sympathischen Haken aufgehalten, es geht nicht weiter. Und hat das Leitröhrchen auch sowas Hübsches als Erklärung mit dabei? Also die Rakete, wenn die dann abhebt, ist sie am Anfang natürlich noch nicht besonders schnell. Mhm. Das heißt, wenn da ein Windzug kommt oder so, würde die Rakete, könnte kippen oder abgelenkt werden durch den Windzug. Und deswegen benutzt man sowas wie einen Leitstab auf dem Starttisch, um die Rakete zu führen. Mhm. Für so bis einen Meter oder vielleicht auch 1,50 Meter, je nachdem, wie groß die Rakete ist, damit man wirklich genau die Richtung, die Flugrichtung vorgibt in dieser noch recht unstabilen Flugphase. Ja. Wenn die Rakete dann mehr beschleunigt, dann stabilisiert sie sich halt selber mit den Flügeln, aber das klappt bei geringen Geschwindigkeiten natürlich noch nicht so. Cool. Klar, richtige Raketen haben ja eine Wahnsinnsmasse. Da sind ja ein paar Tonnen, die da rumstehen. Wenn da mal so ein leichtes Lüftchen kommt, nicht ganz so schwierig für das Teil, aber natürlich bei so einer leichten Rakete, da sieht es unter Umständen natürlich schon mal ganz anders aus. Und du hast eben ja schon mal uns, vielen Dank dafür, auch schon mal einen richtig echten Motor gezeigt. Das ist ja nochmal so ein Schaubild davon. Das ist aber ungefähr auch genau das Gleiche. Machen wir mal den Kreis da mal raus. Ist ungefähr genau das Gleiche. Also unten dieses mit 1 bezeichnete Keramikhülschen, das da drin ist, das bleibt auch drin. Ne? Das ist sozusagen das immer drin, der Auswurfkanal, der immer da ist. Und der hat wahrscheinlich auch, wie beim richtigen Raketenmotor, auch wahrscheinlich auch Einfluss auf die Geschwindigkeit des Gases, was da austritt, oder der Stärke des Motors. Die Geschwindigkeit des austretenden Gases wird beeinflusst. Je größer das Loch ist, umso geringer ist die Geschwindigkeit des austretenden Gases. Es hat einfach mehr Platz, muss ich da nicht durch das kleine Loch durchzwängen. Ja, also
Ja, deswegen bei den Keramikdüsen, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Das ist jetzt mal ein benutzter Motor. Das sieht dann auch so, schon so ein bisschen ja, beschädigt aus. Also es brennt so ein bisschen raus, weil die Gase da doch so mit bis zu 50, 60 Metern pro Sekunde rausströmen und Oh, holla. eine Temperatur ja von über 1000 Grad haben. Ja. Also sollte man nicht direkt gleich anfassen, wobei hat man ja nicht in der Hand, ist ja noch in der Luft, dauert ja, bis es runterkommt. Das heißt also genau, Genau. Ist das aber dann heißt, immer noch ja. warm. Also man hat zwar hier so eine, das ist aus Pappe und ganz viel Kleber die Hülse gemacht, ja. Aber die hat dann noch so gute Körpertemperatur, ein bisschen mehr. Aber verbrennen tut man sich nach dem Flug eigentlich nicht. Aber ja, ist in dem Sinne dann schon nicht mehr gefährlich. Aber Also, bei zwei hatten wir jetzt, wie gesagt, das Hülschen gehabt. Eins ist der Kanal, drei ist jetzt der Treibstoff, der da entzündet wird. Und vier ist jetzt dieser Verzögerungstreibstoff. Das heißt also Genau. drei soll möglichst schnell abbrennen, möglichst viel Energie freigeben, dass unser Raketchen auch ab in den Himmel kommt. Und grün ist jetzt eher so diese Warteperiode, wenn ich es richtig verstanden habe, bis das Genau, Ding wahrscheinlich seinen Scheitelpunkt da irgendwo erreicht hat. Verzögerungsladung. Wie gesagt, da gibt es verschiedene, die ja, in wenigen Sekunden abbrennen auch. Also wie gesagt, kann man verschiedene auch kaufen, je nachdem, wie es am besten zur Rakete passt. Also am besten sollte der Fallschirm dann ausgestoßen werden, wenn die Rakete den höchsten Punkt der Flugbahn erreicht hat. Das, ja. Jetzt habe ich hier noch zwei weitere Schichten. Die rote, die Genau. Fünfer, was ist das dann? Genau, das ist die Das ist Ausstoßladung. jetzt Also die die eigentliche brennt, Ausstoßladung, okay? genau, die brennt dann nach vorne durch und was darüber ist, ist ein Tondeckel, damit halt die Ausstoßladung nicht rausfallen kann. Also der ist jetzt hier in der Zeichnung ist relativ dick, der ist eigentlich ein bisschen dünner. Okay. Der bricht dann einfach durch. Ich gebe zu, ja. Es ist ja auch ein Schaubild an der Stelle, ne? Ja, Sonst ja. wär's langweilig. Aber okay, cool. Und das ist natürlich sehr, sehr nice. So, das heißt, Raketen, die du jetzt also selbst gebaut hast, du hast mir da im Vorfeld ja ein paar Sachen schon zur Verfügung gestellt. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle. Und auch euch Gerne. kann ich nur ans Herz legen, ihr findet unten auch den Kanal, wo ihr nochmal in Ruhe nachschauen könnt. Da hat er nämlich ganz, ganz viele Bilder hinterlegt. Der Holger und da unter Umständen, da zum Beispiel eben auch jetzt, wo ich rausgezogen habe, eins seiner Modelle, weil vielleicht gehen wir da nochmal an dem Beispiel nochmal ganz kurz durch, bevor wir uns dann halt einfach mal einen richtigen Start so in Ruhe und mit Genuss antun. Also das ist jetzt das Modell erstmal, wie es komplett zusammengebaut ist. Wie groß ist das Teil, was wir jetzt gerade hier sehen? Das war 1,10 Meter hoch, ja, und dann die einzelnen Booster und der Hauptkörper haben einen Durchmesser unten von 6 Zentimetern, 6,5 Zentimetern und oben zur Spitze sind es so 10 Zentimeter Durchmesser. Und ich dachte, ich hätte das Einzelteile. Okay, und das sind jetzt sozusagen die Motoren, die du da hinten reinschiebst. Und da sieht man auch schon, die scheint es ja in allen möglichen Größen und Längen und Dicken zu geben. Bei dem Modell, was wir jetzt eben gerade gesehen hatten, war da jetzt ein Motor drin oder waren das mehrere Motoren? Und was für eine Größe war es da zum Beispiel drin gewesen? Also die Motoren, die ich gezeigt habe hier, die haben einen Durchmesser von 18 Millimetern, 7 Zentimeter lang. Also das sind die zweitkleinsten. Es gibt auch noch welche mit 13 Millimetern Durchmesser. Das sind die ganz kleinen. Und dann gibt es halt größere, 24 mm, 29 mm, 38 mm. Also da ist eigentlich keine wirkliche Grenze nach oben gesetzt, außer vom Gesetzgeber, wer es kaufen und benutzen darf. Ja, das ist gerade, das ist ein bisschen stark reglementiert. Reglementieren, das ist schon mal ein guter Hinweis. Der Dirk Strautmann hat eben schon mal gefragt, braucht man jetzt eigentlich dafür eine extra Erlaubnis bzw. eine abgeschlossene Schulung mit Prüfung, damit man eben, ja, er sagt ja, dies alles machen darf. Wahrscheinlich meint er auch jetzt erstmal das Hantieren mit den Motoren und dann wahrscheinlich auch dann der Aufstieg oder der Start.
Ja, da gibt es verschiedene Regeln, Gesetze, ja. Das erste erstmal, diese Motoren, man muss 18 sein, um die kaufen zu dürfen. Bis vom kleinsten bis zum größten Motor. Dann, also für den Start selber, muss man einiges beachten. Also was im Moment gerade vom Sprengstoffgesetz her erlaubt ist, ist Treibsätze mit einer maximalen Treibstoffmasse von 150 Gramm, wobei man auch mehrere kleinere Motoren zusammenbündeln kann, die dann aber, wo der Tre die Treibstoffgesamtmasse darf auch nicht mehr als 150 Gramm sein. Ah, okay. Genau. Ansonsten braucht man halt einen speziellen Schein, um größere Motoren fliegen und auch kaufen zu dürfen. Ist gerade ein bisschen schwierig, die Situation, so eine Scheine zu bekommen, weil, sag ich mal, in den letzten Jahren sich die Gesetzgebung praktisch jährlich fast geändert hat. Also deswegen finden im Moment gar keine Lehrgänge statt, soweit ich weiß. Also Okay. ist ein bisschen schwierig, ja. Ist aber schade. Aber naja, 150 Gramm Ach Treibstoffmasse, so, damit kann man auch. ab 150 Gramm. Bis dahin sieht Genau, das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Das heißt, da muss man auch dann wieder in das Regelwerk reingucken. Wir schauen da auch gleich nochmal drauf. Aber erstmal, Dirk, vielen, vielen Dank für die Frage. Ich schaue nochmal ganz kurz. Wir hatten nämlich, glaube ich, noch eine andere Frage dazu gehabt. Bettina hat schon gesagt, hey, schicke Rakete auf guten Perser. So muss das sein. Das hat was, ja, auf alle Fälle. Genau. So, schalte ich hier mal ganz kurz wieder um. Genau. Das heißt, wir hatten jetzt uns eben den Raketenmotor angeschaut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch nochmal zu einem richtigen Start. Und da habe ich mir jetzt tatsächlich den RFA-Start rausgeguckt. Also du hast ja verschiedene Raketen gebaut, habe ich eben schon gesagt, auch auf der Seite bei dir gezeigt. Ich fand jetzt das RFA-Modell, also Rocket Factory Augsburg, fand ich momentan so nicht nur von der Art, wie du es gebaut hast, sondern auch aus ein paar anderen Gründen nochmal sehr, sehr, sehr spannend. Also wir haben eben schon mal gesehen. Oder wir sehen es auch gleich nochmal. Ich halte es nochmal ganz kurz an. Also, ganz am Anfang hast du jetzt erst einmal die Rakete über diese Führungsschiene jetzt erstmal da auf den Starttisch sozusagen erstmal gestellt. Und dann baust du sie eigentlich erst zusammen. Ich hätte jetzt gedacht, das Ding tut man gleich zu Hause fertig zusammenbauen, geht noch auf den Platz, wo man das Ding fliegen lassen will, stellt es hin, drückt aufs Knöpfchen, sammelt ein und geht wieder heim. Aber das scheint ja doch eher so zu sein, dass du auch vor Ort eine ganze Menge noch machen musst. Gut, also das ist jetzt hier ein Nylon-Fallschirm, den hätte ich auch schon zu Hause packen können. Ist so ein bisschen Überbleibsel vom Starten von kleineren Modellen, wo man diesen Plastikfallschirm hat. Der, wenn es gerade ein bisschen die hohe Luftfeuchtigkeit gibt, dann klebt der oft so ein bisschen zusammen und geht dann nicht ganz auf. Deswegen packt man den kurz vor dem Start nochmal, damit der, also sag ich mal, da noch so innere Kräfte wirken, dass der Fallschirm sich weiter öffnet. Damit also schön fluffig ist und damit die Luft oder der Wind schön reinströmen kann und ihn öffnet. Genau. So, und dann genau, schaust du noch mal nach, dass auch alle Bändel an der richtigen Stelle sind. Ich denke mal, da hast du gerade eben irgendwas aktiviert. Ist das jetzt schon ein Modell, was irgendwie Elektronik drin hat, oder ist das wirklich sozusagen nur gesteuert durch die kleinen Flossen, die das Ding unten hat und sozusagen durch das, was der Motor von sich gibt, also einmal den Schub nach unten und nachher durch die Verzögerungslagerung, Ladung, den Schub nach oben. Naja, also Elektronik wird nur so als Nutzlast mitgeflogen. Ist ein Höhenmesser, den hatte ich nur noch gerade eingeschaltet. Ah, Der das war ist das. aber nicht wirklich notwendig für den Flug, weil die Rakete, sag ich mal, funktioniert von alleine rein pyrotechnisch. Das heißt, in dieser Rakete haben wir jetzt 9 Motoren drin. Genau, darum habe ich die auch rausgesucht. Das fand ich so klasse. Dann schrieben wir die nochmal in einem hübschen Bild. Weil, also 9 Motoren das ist natürlich geil, wenn die zünden. Das sieht man hier nochmal unten den Strahl. Übrigens auch das Bild, was ich
Das Episodenbild, was ich gewählt habe, ist tatsächlich nicht ein Original-Rakete, sondern eine Original-Modellrakete, weil das fand ich einfach total klasse. Upsa, das war, ich wollte in Sekunden davor gehen, aber das geht ja echt rasend schnell. Also ich sehe schon hier, da kann man echt nur, ja, sich echt dranhalten, um da auch dran zu bleiben. Und jetzt sieht man oben, da hat das Ding auch die beiden Fallschirme rausgejagt. Oder das ist ein Fallschirm an der Ist Stelle. einer. Ah, das ist ein Fallschirm. Und dann haben wir also einmal das Oberteil und einmal dann das Unterteil der Rakete, die dann runterkommt. Ja, verbunden durch eine Schnur, wo auch der Fallschirm dran befestigt ist. Deswegen. Und hier natürlich optimal, das Modell landet genau da ein, wo du es auch nachher gestartet hast. Das ist natürlich Glück, würde ich jetzt sagen. Oder ist das Bestimmung, das ist immer so? Wenn es, sag ich mal, normal läuft, sollte es so ähnlich ablaufen. Man startet zum Beispiel nicht, wenn es zu viel Wind gibt. Also dann wird über die Rakete, gerade wenn der Fallschirm rausgekommen ist, weit abtreiben und man muss dann sehr, sehr gut suchen. Man kann natürlich auch einen GPS-Tracker mitfliegen lassen, dann das ist möglich, aber meistens geht man dann auch gar nicht starten, also wenn der Wind zu stark ist. Also die Frage war eben auch schon gewesen im Chat, gibt es denn eigentlich auch Sound dazu, wenn so eine Rakete startet? Ja, gibt es. Bei manchen ist allerdings Musik da dabei, das heißt, ich muss immer ein bisschen gucken, dass wir da sauber bleiben und wir keine Urheberrechtsverletzungen hinkriegen. Weil ist ja klar, wer so eine Musik komponiert hat, der möchte auch ganz gerne, dass er da was dran verdient. Schauen wir doch mal, ob wir hier. Ne, da haben wir da den Sound mit dabei, da können wir es halt nicht hin. Aber ja, die Videos, die könnt ihr euch alle in Ruhe anschauen, da ist Sound mit dabei. Und auch gar nicht mal schlecht, der geht teilweise, hört man da ein kräftiges Wusch, was losgeht. Oder wie würdest du es bezeichnen? Was für ein Sound macht in deinen Ohren einen gesunden Start von so einer Rakete aus? Ah, naja, ich persönlich mag es, wenn es ein richtig tiefer Sound ist, also wie beim richtigen Raketenstart, gerade wenn man also Feststoffbooster hat, was ja praktisch lange große Röhren oder ja Pfeifen sind, vom akustisch gesehen, und da gibt es einen richtigen tiefen Sound, der so grummelt, dass so auch, sag ich mal, der Magen vibriert oder so. Also ich war mal beim letzten Shuttle-Start, war ich dabei in Florida, und da hatte man genau diese Empfindung dann so, zumindest nach 30 Sekunden nach dem Start, weil man ist ja ein Stück weg von der Rakete, deswegen kommt der Sound, kam der Sound 30 Sekunden später. So, Ja, so. man sieht Du direkt. warst also bei STS 135, der Atlantis, warst du dabei gewesen. Genau, Ich wusste gar nicht, dass wir genau. uns schon seit über 12 Jahren kennen. Ah, Weil wenn du okay. vor Ort warst, musst du neben mir gestanden haben. Ich war nämlich auch da. Interessant, interessant. Und das war stark. Hast du den Start und hast du auch die Landung an der Stelle gesehen oder nur den Start? Ich habe den Start gesehen. Einen Tag vor dem Start war ich in der Orbiter Processing Facility Nummer 1, da wo die Endeavour noch drum rumstand, und konnte mir die anschauen, von unten zumindest. Und ja, gut, ich war damals Mitglied von der ESA-Delegation, die den letzten Start begleitet hat. Dann haben Also wir nicht ganz nebeneinander gestanden. Da war ich nicht mit dabei, aber ich war gab auch es dort bald. am Pad und habe auch die Tours rundherum gemacht und habe mir auch den Start angeguckt. Und ja, die Landung, die ist ja früh morgens gewesen. Warst du da mit dabei? Nee, da war ich schon wieder in Europa. Da hatte ich wieder berufliche Termine. Es konnte nicht so lange bleiben. Was ich noch gemacht habe, ist, als die Shuttle Booster, die geborgenen, wieder in den Hafen dort von Port Canaveral reingeschleppt wurden, da war ich bei beiden dabei. Oh cool, da war ich ja für dich da gewesen. Okay, aber Ja. tatsächlich den Start habe ich an der Stelle also gesehen. Ich wollte eigentlich eben sagen, aber die Landung habe ich mitbekommen. Die hatte nur einen klitzekleinen Nachteil gehabt. Die wurde nämlich zweimal verschoben wegen schlechtem Wetter und sollte eigentlich tagsüber sein. Und aber an dem letzten Tag, wo ich da war, ja, wurde es dann so eingerichtet, dass es dann tatsächlich, hier sehen wir gerade den Flugpfad des Shuttles. Und da wurde tatsächlich dann morgens früh
Und es war wirklich, das war sowas von saudunkel. Also du hast den Orbiter über dich drüber jagen gehört. Und es hat echt lautes Geräusch gemacht, wie das Ding über einen drüber ist, weil das Ding hat ja keine Triebwerke. Das war begeisternd. Aber ich konnte danach dann auch sehen in der Facility oder beziehungsweise wo sie dann dorthin geschleppt haben. War ja der letzte Start. Und beim letzten Start haben sie natürlich dann nochmal ein bisschen, ja, da durften nochmal alle ran. Nur wir nicht, weil wir waren ja nur die Zuschauer gewesen. Das war sehr schade. Ich wäre gerne ausgestiegen und hätte mal an dem Ding rumgepatscht. Aber gut, so war es dann halt gewesen. Genau. Ja, genau. Ja, scherzenshalber, ich hatte ja schon erzählt, dass ich den ersten Space Shuttle Start im Fernsehen nicht gesehen habe, den letzten dann praktisch auch nicht im Fernsehen gesehen, weil ich dann ja live Du vor Ort warst war. vor Ort. Ja, aber nicht im Fernsehen gesehen, tja. Ja. Und darum, das finde ich einfach das Schöne beim Raketenmodellsport. Man ist dabei, man ist vor Ort, man kann es sich direkt angucken. Und ich habe ja auch gesehen, du tust es ja auch zum Beispiel im Rahmen des ESA Space Camps, zeigst du ja auch Kids oder jungen Menschen, ja, ich sage mal, die Anwendung eigentlich von dem, was sie theoretisch lernen, also von Energiesätzen und so weiter. Sprich, du lässt dann auch vor entsprechendem Publikum auch Raketen starten, jetzt hier zum Beispiel. Genau, das war beim ESA Space Camp 2009, 2018 in Frankreich. Aber man hat vielleicht gesehen, dass da so ein Herr in so einem blauen Zweiteiler, der die Rakete gestartet hat. Das war ESA-Astronaut Paolo Nespoli. Ja, der da auch so eine kleine Show gemacht hat. Und wir haben eine Soyuz-Rakete Voller Modell Körpereinsatz. gestartet. Ja. Ist ein guter Showman. Ist ein guter Sehr Showman. nice. Und unter anderem. Ja, und das ESA Space Camp gibt es eigentlich jedes Jahr und wir starten jedes Jahr Raketen. Wir bauen selber Raketen mit den kleinen Kids, kleine Raketen. Zum Beispiel auch schon Ariane 6 Modelle gebaut, die man starten kann. Wollen wir dieses Jahr auch wieder machen. Und mit den größeren haben wir auch schon Raketenmodelle gebaut. Größere. Vor 2 Jahren haben wir zum Beispiel uns einen kleinen Spaß erlaubt und haben eine Ariane Heavy gebaut. Mit 20 Motoren. Ich wollte Ja, gerade fragen, das ist dann dürfen die immer. Kids dann nachher auch ihre eigenen Modelle auch starten? Ja, hat da links eine kleine Einschränkung, weil wenn sie die mit nach Hause nehmen wollen, ist es so ein bisschen schwierig, weil es könnte Probleme in der Sicherheitskontrolle bei den Flügen geben. Deswegen lassen wir die Kinder, die Raketen mit nach Hause nehmen wollen, die starten die Raketen dann nicht. Ah, okay. Und wie alt sind die da mitmachen dürfen? Das geht bei 8 Jahren los und es geht bis zu 17 Jahren. Da haben wir dann drei Altersgruppen und ja, da machen wir dann jedes Jahr unter anderem Raketenstarts. Es dauert 2 Wochen, dieses Camp. Und da machen wir auch Ausflüge. Also es ist hauptsächlich ist ein Sommercamp und dann pro Altersgruppe haben wir so 2 Stunden Raumfahrtthematik. Wow. Meistens müssen die Kids da selber was machen. Ist nicht Nee, vorgeführt jetzt bei den nicht Raketen. nur konsumieren, auch selbst was tun. Ja, nee, das ist ja Eieiei. aktive Ferien. Ja, manche sind nicht so ganz damit zufrieden, dass sie auch selber was machen müssen. Andere umso mehr. Das ist halt. Das war hier, glaube ich, die Ariane Heavy gewesen, die da gestartet Genau, hat, genau. ne? Genau. Und das So. sieht auch echt spektakulär aus. Ja, da ist auch der Sound schon deutlich tiefer, weil man wirklich 20 Motoren machen dann schon deutlich mehr Geräusch. Ja, also der Sound ist auch verlangsamt, muss man sagen. Also, weil die Raketen starten wirklich sehr, sehr schnell. Also, Okay. die erreichen von Geschwindigkeiten von über 50 Metern pro Sekunde innerhalb dieser 2 Sekunden Beschleunigungszeit. Ja, das ist ja, also die richtigen Raumfahrtraketen, die großen, die starten langsamer. Sagen wir es mal so. Da habt ihr So, eindeutig die zumindest Nase vorn, definitiv. in den ersten 2 Sekunden auf jeden Fall. Wir Ja. haben jetzt auch hier schon gerade gesehen, oder beziehungsweise jetzt, du hast vorhin den Booster angesprochen gehabt. Und
Das heißt, du machst auch, also jetzt bei solchen Sachen auch wirklich mal so Triebwerkstests. Das heißt, du lässt die Raketen gar nicht starten, sondern du guckst erstmal, ob sie das tun, was sie tun sollen am Boden, bevor du Genau, die genau. eigentlich dann losschickst, oder war das jetzt einfach nur für Demo-Zwecke gewesen? Nee, das war jetzt irgendwie mal so ein Versuch, um zu schauen, dass auch wirklich zum Beispiel, dass die Spitze jetzt rauskommt, wirklich rausgestoßen wird, weil da wurde dann später da auch ein Fallschirm eingebaut für die Landung. Und das bei größeren Sachen, die ich teste, lieber vorher einmal dann am Boden, so, wenn es dann geht. Ja. Der Patrick hat eine hübsche Frage gestellt, die ergänze ich allerdings vorne dran noch ein bisschen. Wenn du sagst, ihr habt Booster, dann heißt das für mich aber auch, dass ihr verschiedene Stufen habt. Und er fragt nämlich, gibt es eigentlich solche Motoren auch als Vakuumvariante? Braucht man doch sicher ab der zweiten Stufe, wenn man zum Beispiel zwei oder mehr Stufen hat. Naja, wir fliegen ja nicht so hoch. Also, sag mal so, es gibt, was haben wir noch nicht drüber geredet, es gibt eine Höheneinschränkung, wenn man also keine Genehmigung von den Luftfahrtbehörden sich einholen möchte, dann darf man praktisch nur so 1000 Fuß, also gute 300 Meter hochfliegen. Wird auch schon noch ein bisschen weiter eingeschränkt eigentlich das, was ich Drohnengesetz nennt, aber das gilt eigentlich auch für alle Flugkörper und da die gegenwärtige Grenze ist, glaube ich, da 120 Meter. Man kann aber einen Online-Kurs machen und dann darf man wieder auf tausende Fuß, 300 Meter fliegen. Aber Achtung, Ansonsten auch braucht man... nicht überall, ne? Also zum Nee, nee, Beispiel nee. beim München Hauptbahnhof wollte ich eben schon sagen. Eieiei, beim Flughafen München Süd oder sonstiges oder Hamburg oder Rhein-Main-Frankfurt, da gibt es noch andere kleine Ja, Einschränkungen, weil da haben wir ja schon wieder genau. die Lufträume. Nennt sich kontrollierter Luftraum, ja. Das beginnt in der Regel ab 1000 Fuß, außer natürlich um Flughäfen herum, weil da wird nämlich niedriger geflogen, Man nennt zumindest das im manchmal Landen, habe Nahbereich. ich gehört, aber nur selten. Ja. Und ja, deswegen sollte man also Abstand halten. Da gibt es dann auch so Karten, zum Beispiel auf einer Webseite skyvector.com, kann man so die Sperrzonen sich praktisch anschauen. Gibt es um alle möglichen Flughäfen, von Passagierflughäfen und bis hin zu Militärflughäfen, Segelflughäfen, haben alle solche Sperrzonen. Ja. Also am besten, man sucht sich wirklich eine größere Wiese außerhalb der Ortschaft natürlich und startet, wenn man auf den Besitzer nicht kennt, dann am besten auch vom öffentlichen Weg, weil das darf man natürlich. Und dann, die La Rakete landet natürlich höchstwahrscheinlich nicht auf dem öffentlichen Weg wieder, sondern auf dem Privatgrundstück, auf dem Feld, Acker, was auch immer gerade da ist. Und dann gibt es aber auch das der private Besitz an dem Flugkörper überwiegt dann. Ja, und man darf dann auf dem geradesten Weg aufs Feld raufgehen und die Rakete bergen. Genau, und Also. zwar ohne zu viel kaputt zu machen. Das ist immer Genau, ganz genau. wichtig zu sagen. Also, ne, Ja. das wissen auch alle Gleitschirmflieger, wenn man irgendwo einbombt, dann fragt man vielleicht nachher nochmal ganz nett beim Bauern nach, wenn man da eben seine halbe Ernte niedergemäht hat. Oder aber beziehungsweise man verlässt auf dem schnellsten und möglichst einfachsten Weg den Platz, ohne viel kaputt zu machen, weil auch der Bauer muss leben oder demjenigen zumindest, den der Bereich gehört. Patrick, erst einmal vielen, vielen Dank für die Frage, die du gestellt hast. Schauen wir mal ganz kurz. Captain Dark, nein, Cockpit Dark Hole hat gesagt, oh, ich hoffe, wir sehen in Zukunft wieder ähnlich landende Shuttle-Systeme, nur dann deutlich moderner, größer, leistungsstärker, vielleicht sogar zur richtigen Atmosphärenflug fähig. Das hat mich eben so ein bisschen auch auf die Frage gebracht. Wir sehen jetzt gerade Modelle, oder du hast jetzt Modelle gezeigt, die du, so wie ich das sehe, selbst gebaut hast, aber die sind ja alle jetzt echten Raketen nachempfunden. Gibt es denn auch Leute, die Fantasieraketen bauen, was weiß ich, Snoopy in seiner Raketenhülle-Hütte oder so irgendwas? Ja, prinzipiell ist da vieles möglich. Also das Seltsamste, was ich mal gesehen habe, ist, dass praktisch also ein 1:1 Toilettenhäuschen umgebaut wurde und als Rakete gestartet wurde. Ja, also so
man braucht halt ein bisschen aerodynamische Form. Hat Vorteile. Das kommt Vorteile, nicht ja. So hoch. Ansonsten 2 Meter halt und das war's. Mehr Raketen, Motoren benutzen. Ja, das war auf dem Flugtag irgendwo in den USA. Und ja, na, die Flugbahn sah nicht ganz so gut aus. Ist nicht unbedingt da gelandet, wo es sollte, sondern auf der Motorhaube von irgendeinem Auto. Ja, ob das die Versicherung bezahlt. Man weiß es nicht, aber man kann ja nochmal nachfragen oder so vielleicht. Ja. Ach, sehr schön. Ups, jetzt bin ich auf die falsche Taste gekommen. Ich wollte eigentlich nochmal auf die Taste kommen, nämlich zum Aufbau, weil das war ja die RFA, hinten auch mit den neuen Triebwerken. Ich tippe nochmal ganz schnell durch, weil ich fand es einfach spannend. Du hast mir da echt tolle Sachen zur Verfügung gestellt. Da sieht man nochmal aus, was du die gebaut hast. Und man sieht, nein, das ist nicht mit Hightech-Klebstoff, sondern mit tatsächlich Klebstoff von der Stange gemacht worden. Fand ich sehr cool. Ist das jetzt ein Render oder ist das wirklich ein 3D-gedrückte Schnauze, der oben dran ist? Das ist 3D-gedruckt, ja, genau. Okay. Also wenn man eine spezielle Form haben möchte, dann druckt man das in 3D heutzutage, ja. Das heißt, 3D erleichtert jetzt auch eine ganze Menge, also von früher zu heute. Ich meine, du hast ja gesagt, du bist ja schon ein bisschen länger dabei. Ist das so einer der Gamechanger gewesen in der Vergangenheit? Auf jeden Fall. Es ist deutlich mehr möglich und es geht auch einfacher. Also gerade diese Raketenspitzen haben ja relativ einfache Formen. Das ist ganz eigentlich mit einem guten 3D-Design-Programm ist das 1-2 Minuten, dann hat man das, was man möchte. Ja, und früher hat man wirklich so ein Holzgitter gebaut und dann dünnes Balsaholz drum gewickelt, um die Form zu haben. Ja, das habe ich auch noch gemacht, genau. Für die allerersten Raketen, also ja, habe ich das auch noch gemacht für die größeren, weil, sag ich mal, es gibt keinen wirklichen Markt für größere Raketenspitzen oder so, deswegen verkauft das auch niemand. Also man muss sich einen guten Freund suchen, der so einen Drucker hat und dann ihn überreden, das nochmal schnell nebenbei da durchlaufen zu lassen. Wie schnell geht so eine Spitze mal kaputt? Sag ich mal, wenn der Fallschirm nicht ausgestoßen wird, dann geht's kaputt. Okay, aber ich glaube, dann geht auch der Rest so ein bisschen mehr oder weniger kaputt, ne? Naja, nicht unbedingt. Also es ist dann wirklich die Spitze, weil es die Rakete fällt ja dann so richtig senkrecht mit Spitze nach unten. Ach, verstehe, das ist ja nicht auseinander. Steckt dann zusammen. Okay. Steckt dann so im Boden. Ja. Viel Spitze, nicht so gut. Ja. Der Rest. 9 Feet under oder so irgendwas, ja? Oder waren es nur 6 Feet? Egal. Haben wir es noch nicht geschafft, aber. Das ist jetzt zum Beispiel von der RFA unten, wie nennt man das? Der Treibstoff oder der Triebwerksblock? Da sehen wir auch schon, in der Mitte ist schon ein Triebwerk schon eingebaut. Ja, mal so zur Demonstration nur. Also das Restliche sind also dünne Aluhülsen, in die die Motoren wirklich reinpassen. Zwei davon sind dann aufgebohrt nach vorne, damit auch die Gase nach vorne in die Rakete reinströmen können, um die Fallschirme auszuwerfen. Ach so, die haben jetzt nicht Man braucht es nicht. Okay. Die haben also nicht alle 9 treiben dann nachher sozusagen den Fallschirm raus, sondern es sind eigentlich nur 2 im Endeffekt. Der Rest ist sozusagen schlafen gelegt. Ja. Genau, da gibt es dann auch spezielle Motoren, die haben keine Ausstoßladung und die bleiben dann einfach drin stecken. Das heißt, die sind auch so schon vorbereitet. Ja. Okay. Und OJ Railways fragt jetzt gerade dazu, wie viel Gramm Treibladung hattest du jetzt in dieser RFA-Variante jetzt drin gehabt? Das sind 90 Gramm. 90 Gramm, okay. Danke, OJ. War wieder eine klasse Frage. Fand ich sehr, sehr nice. Dann ist natürlich der nächste Punkt. Jetzt vielleicht auch interessant, es gibt hier diese Stäbe, die jetzt da in den Düsen drinstecken. Braucht man, um die Raketenmotoren gleichzeitig zu zünden. Also schwarze Farbe, ganz einfach, ist Schwarzpulver in Stabform. Ah, okay. Genau. Und ich weiß nicht, ob es ein weiteres Bild gibt. Man verbindet dann alle diese
Natürlich gibt es ein weiteres Bild da. Genau. Wollte ich euch jetzt als nächstes nämlich hin. Ich hatte nämlich eben schon mal so eine Frage gehabt, nämlich von Astromagus. Der hatte nämlich gefragt, es ging um das gleichzeitige Zünden der Triebwerke. Wie macht ihr das? Ich meine, hältst du da dein Feuerzeug an alle 9 einzeln dran? Nö, das ist ja wahrscheinlich alles elektrisch heutzutage, oder? Oder wie macht ihr das? Ja, also man kann es auch elektrisch machen, mehrere Motoren gleichzeitig zu zünden. Gibt es aber zwei Nachteile. Je mehr Motoren man zünden will, umso größer muss die Batterie sein. Also man muss praktisch dann schon seine Autobatterie mit aufs Feld schleppen machen. Oder welche fahren auch direkt mit dem Auto dann auf den Feldrand und starten die Rakete daneben. Also ich kenne es nur immer aus den Filmen heraus, wo dann die Leute so die kleine 9 Volt dran machen und dann, also MacGyver-mäßig, und irgendwas starten. Ja, nee, aber mehrere Motoren gleichzeitig zu starten, da brauchen wir wirklich größere Batterien zu. Okay, wow. Und außerdem, also man hat irgendwie so eine Fehlerrate, die ist vielleicht bei den Elektrozündern, die ist so vielleicht etwas unter 5% und dann zündet einer der Motoren nicht und dann fliegt die Rakete nicht gerade mehr. Und deswegen ist dieser alte, rein pyrotechnische Weg mit diesen Anzündstäben und dem Tape-Match, also Anzündband, das ist auch wieder die schwarze Farbe, ist auch wieder Schwarzpulver, praktisch durch transparenten Klebeband. Und dann nimmt man jetzt einen Elektrozünder und zündet das Ganze an. Zündet das Ganze dann. Okay. 0,2 Sekunden zündet alles. Danke, das war schon meine nächste Frage gewesen. Was für eine Verzögerung hast du da? 0,1 bis 0,2 Sekunden. Astromagus, das ist eigentlich auch die eigentliche Frage, warum ich jetzt auch darauf gekommen bin, war gewesen. Ne? Kann man denn vielleicht diese Vorgaben, wie viel Gramm man zünden darf, vielleicht auch dadurch umgeben, dass man sie abwechselnd oder beziehungsweise in der Reihenfolge mit dem Abstand zündet? Aber ich sehe schon, das ist keine gute Idee, weil, wenn ich sie richtig verstanden habe, dann ist sie nicht mehr sauber gesteuert. Also man braucht wirklich den Druck von allen Triebwerken gleichmäßig, korrekt? Ja, das ist optimal dann, ja, genau. Super, Astro, Magus, vielen, vielen Dank für die Frage auf alle Fälle. Genau, Chattanooga hat noch gefragt, gibt es da auch unkonventionelle Raketen? Also von mir aus sieht das Teil dann aus wie ein Bügeleisen oder so. Ich glaube, das haben wir aber vorhin schon, den hatte ich schon instinktiv mit Snoopy schon, glaube ich, weggeatmet. Aber wie ich höre, ja, gibt es, aber nicht vorteilhaft, richtig? Ja gut, manche sagen auch, sowas ist eine unvorteilhaft geformte Rakete. Nein! Ich habe natürlich einen Space Shuttle irgendwann mal gebaut und aber ich möchte eigentlich noch einen größeren bauen. Also der fliegt nur mit einem Motor. Und aber was das Gute daran ist, also der Orbiter trennt sich ab, der ist total leicht und der segelt dann auch so leicht runter. Hat so ein bisschen, die Flügelstellung ist so ein bisschen anders auf der einen Seite, das heißt, er fliegt immer so im Kreis. Damit er nicht so weit wegdriften kann. Ja, und sowas habe ich auch gebaut, ja. Da kommen wir ja schon fast wieder in den Bereich der Meisterschaften rein, ne? Weil ich habe ja gesehen, es gibt ja internationale Meisterschaften und es gibt auch nationale Meisterschaften, also hier in wahrscheinlich Dach zusammen. Also der Deutsche Aeroclub, DAEC, hat ja einen eigenen Bereich. Also es gibt noch mehr, also das tue ich jetzt nur mal als Beispiel nennen. Aber der hat ja zum Beispiel national, glaube ich, 7 Klassen ausgeschrieben, ne? Weißt du noch, welche Klassen das jetzt im Einzelnen waren? Ah, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also, ich bin kein Wettkampfflieger, da hätten wir mal einen Chef fragen sollen, weil der war schon mal Europameister und Vize-Weltmeister in seiner Jugend in einer der Klassen. Also, dort, dem Wettbewerb, da ging es darum, dass die Raketen so lange wie möglich nicht auf der Erde landen. Ja, genau, weil ich hatte nämlich auch gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es verschiedene Punkte. Ich schaue aber ganz gut, weil hier war noch eine Frage dazu gewesen. Genau, der Dirk Strautmann hat nämlich gefragt, was sind die Kriterien, um die Meisterschaft zu gewinnen und wer am höchsten fliegt? Und ich glaube, wenn ich es richtig habe, gibt es 7 verschiedene Möglichkeiten. Also das erste war gewesen Höhenflug, ne? Also wer kann so hoch wie möglich fliegen? Dann hatten wir auf alle Fälle gehabt Flugdauerwettbewerbe. Das ist wahrscheinlich das, wo dein Chef da abgesahnt hat. Also da soll das Zeug, glaube ich, so lang wie möglich in der Luft bleiben.
Ich habe ja gehört, es geht auch mit Tricks. Also es ist nicht der Fallschirm, der dann am längsten braucht, um es wieder nach unten zu schaffen, ne? Ja, also wichtig ist da also die Thermik eigentlich. Die Also die Raketen Thermik, also wenn man. müssen so leicht wie möglich sein natürlich. Und Thermik, also Aufwind, gibt es ja in bestimmten Wetterlagen, dass halt man eine Luftströmung nach oben hat und da kann man also so 15, 20, so 30 Minuten die Rakete praktisch in der Luft halten. Also ohne dass sie Okay. jetzt wirklich hochfliegt. Die kommt ja nur ganz, ganz langsam runter und steigt manchmal auch wieder ein bisschen am Fallschirm. Okay. So. Also ich hatte da mitgenommen gehabt, dass es da zwei verschiedene Varianten gibt. Also einmal den Ja, das ist nur eine. Flugdauerwettbewerb, der also wirklich darum geht, so lange wie möglich oben zu bleiben. Und dann hat man sowas wie so ein Drehflügler, ja, also so eine Autorotation. Oder vielleicht erinnert ihr euch noch so, wenn ihr so ein Ahornblatt in die Luft werft, das macht auch so schrapp, 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 dass es Ja, nach unten fliegt. das gibt's auch, Ist genau. nur keine Karotte, die dabei dann zerteilt wird. Ne? Letzte Wort von der Karotte zu ihrer Nebenkarotte. Guck mal, da guckt, da kommt ein Hubschrapp, schrapp, 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 schrapp. Dann gibt es die Scale-Wettbewerbe, wo also eben maßstabgetreue Modelle gebaut werden und dann verglichen werden. Ne? Wer hat das Schönste? Wer hat das mit der besten Bemalung und so weiter? Und dann natürlich auch nochmal den sogenannten Raketengleiter. Und glaube, das ist das, was du eben nicht auch beschrieben hast. Das heißt, Teile, die hochgeschossen worden wurden und die dann entweder per Fernsteuerung oder eben so eingestellt halt dann eben nach unten gleiten. Und klar, wenn du natürlich dann auf eine gute Thermik triffst, also wo warme, feuchte Luft sich vom Erdboden sozusagen ablöst und wie eine Blase nach oben geht, reißt dir natürlich alles mit, was dabei ist. Wird sehr gerne von Vögeln, aber auch von so anderen komischen Vögeln wie Gleitschirm- und Segelfliegern genutzt, um möglichst lange oben zu bleiben. Wie ihr seht, jetzt gibt es sogar noch eine dritte Gruppe, nämlich die Vögel der Raketenflieger. Auch die machen das Ganze. Und ich glaube, die sind alle in Deutschland in dieser Interessengemeinschaft für Modellflug oder nee, für Modellraketen war es gewesen. Genau, IMR sind die alle zusammengefasst. Und da tragen die, glaube ich, auch so Wettkämpfe in der Richtung aus. Ja, also man muss sagen, es gibt diverse Raketenmodell-Sportvereine in Deutschland, nicht allzu viele. Also ja, AGM zum Beispiel oder Solaris oder ähnliche, ja, da müsste man schauen. Also, aber es gibt nicht wirklich viele Okay. Modell-Raketen-Sportvereine. Was dabei vielleicht auch interessant ist, also wir haben in Deutschland nicht wirklich so einen wirklich offenen Nachwuchswettbewerb für Modellraketenflieger. Das gibt es aber in anderen Ländern sehr wohl. Nennt sich Rocketry Challenge und ist auch angelegt an eine der Klassen des Modellflugsports, Raketenmodellflugsports. Und zwar, was man da macht, man fliegt ein rohes Ei mit einer Rakete, hat eine bestimmte Ziel. Höhe, die man erreichen möchte. Und dann natürlich möchte man eine Landung am Fallschirm haben, auch nach einer bestimmten Zeit. Und das rohe Ei muss dabei heil bleiben. Geil. Genau. Und da gibt es einen Wettbewerb, ganz groß in den USA zum Beispiel. Da nehmen bis zu 1000 Jugendteams dran teil. Ja? Es gibt lokale Wettbewerbe und dann auch ein nationales Finale. Die Wettbewerbe gibt es auch in Großbritannien, in Frankreich und in Japan. Und das Allergrößte daran ist, es gibt auch ein internationales Finale. Und zwar immer bei den Airshows, entweder in Paris oder in Farnborough. Abwechselnd sind die ja alle 2 Jahre. Und da gibt es dann ein internationales Finale. Und Abgefahren. ja, genau. Ich versuche da schon mit einigen Mitstreitern seit einigen Jahren, dass sowas auch in Deutschland organisiert wird. Aber ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ah. Ja, weil, na, sag ich mal so, man muss halt da die Luft- und Raumfahrtindustrie dafür begeistern. Ja, weil das in den anderen Ländern auch so organisiert ist, könnte man vielleicht sagen. Ja, und weiß ich nicht, also Aber gibt es da man nicht die ist im. EUROC, die das Ganze auch so ein bisschen mit forcieren sollte eigentlich, die ja eben auch solche Rocket Challenges eigentlich hier in Europa machen? Erst nochmal vielen Dank, Dirk, für die Frage.
Ja, also es ist immer relativ alles lokal begrenzt, was gemacht wird. Also prinzipiell sollten solche Wettbewerbe, glaube ich, eigentlich überall stattfinden, in allen europäischen Ländern, aber das ist halt, wie gesagt, ist halt sehr, sehr schwierig. Also die Firma, für die ich arbeite, Raketenmodellbau Klima, jetzt mal genannt. Wir unterstützen auch Wettbewerbe in anderen Ländern, ja, zum Beispiel in Rumänien und wir liefern die ganzen Motoren für die Wettbewerbe in Frankreich zu sehr stark rabattierten Preisen, damit das nicht so teuer wird für die Teams. Aber in Deutschland gibt es das komischerweise nicht. Also, Schade, ja, schade bisher wir. eigentlich. Ja, wir wollen jetzt im Herbst vielleicht mal wieder mit dem beginnenden Schuljahr einen weiteren Versuch starten. Also ja, müssen wir doch mal nachschauen. Also Hashtag ist immer Rocketry Challenge, weil es eigentlich was Internationales ist. Deswegen gibt es da keinen wirklich deutschen Hashtag dafür. Also Leute, nicht nur diesen Kanal abonnieren, wenn euch das Ganze bis jetzt gefallen hat, sondern schaut auch wirklich immer mal bei Holger vorbei, weil ich denke mal, du wirst dazu dann auch wieder ein nettes Announcement machen, wenn ihr da was kriegt, weil da muss man einfach mal dabei sein. Ich glaube, das muss man wirklich auch mal in live gesehen haben. Also nicht nur die großen Raketen von Cape Canaveral, sondern eben auch diese Modellraketen. Und vielleicht auch mal, gut, jetzt sind wir alle keine Kinder mehr, aber im Herzen sind wir eigentlich immer noch Kinder geblieben. Also ich zumindest. Und dann kann man ja da auch mal zuschauen, oder? Ja, also das Fliegen ist nur die eine Sache. Also was die Teams auch machen müssen, also die müssen die Rakete designen, ja, dann mit Simulationen optimieren, damit sie auch die richtige Flughöhe erreichen und auch die vorgegebene Flugzeit. Also das ist wirklich so eine kleine Ingenieurstätigkeit, die da durchgeführt werden Abgefahren, muss. schön. Ja, Also, und es das ist. Fliegen ist praktisch der Höhepunkt des Ganzen. Okay, weil auch nicht immer alle das Gleiche bauen und das heißt, auch dadurch allein gibt es Nee. Unterschiede dabei. Ja, es gibt halt gewisse Vorgaben. Also dieses Jahr muss dann die Rakete zum Beispiel zwei verschiedene Durchmesser haben und nicht nur praktisch einen Durchmesser. Okay, Ja, aha. und die Flughöhe wird jedes Jahr verändert, die erreicht werden soll, damit Ah, man das die passt Rakete ganz vom gut. letzten CubeTechie hat Jahr nämlich benutzen kann. gefragt, welche Nutzlast hat denn die Rakete? Weil ich meine, wie zum Teufel stellt ihr denn fest, wie hoch diese Rakete jetzt überhaupt jetzt gekommen ist? Steht da einer da und macht 97,30 Meter oder gibt es da noch bessere Varianten? Nee, es gibt da Höhenmesser, Altimeter genannt. Da wird durch die Veränderung des Luftdrucks gemessen und dann praktisch die Maximalflughöhe ausgegeben bei den einfachsten Altimetern. Es gibt aber auch deutlich kompliziertere, wo man praktisch die Geschwindigkeit auch misst, und zwar während des ganzen gesamten Fluges und die Höhe dabei, also richtig schöne Auswertungen da machen kann am Computer, wie die Rakete geflogen ist. Sag ich mal, da ist so ziemlich alles möglich, auch bisschen, dass man den Fallschirm nicht auslöst mit dem Motor selber, mit der Ausstoßladung, sondern auch elektronisch. Das kann man auch mit solchen elektronischen mit Nutzlasten, nennen wir es mal, kann man alles machen. Also es ist eine Menge möglich, nicht nur dieses einfache Raketenfliegen. Also ich persönlich bevorzuge das, weil ich das halt auch den Kindern näher bringen möchte und nicht jetzt eine super komplizierte Rakete, wo die Kids dann sagen, oh nee, das kann ich ja sowieso nicht, ist viel zu kompliziert. Deswegen versuche ich halt, das relativ einfach zu halten, was ich mache. Und Hört sich ja. gut an. Verstehe ich. Also erstmal CubeTechie, ich danke dir vielmals für die Frage. Und da hätten wir auch noch gleich Chattanooga, der auch mal wieder klasse Fragen stellt. Obwohl, nein, auf dich kommen wir gleich noch. Ich hatte nämlich noch irgendwas Nettes gehabt. Wo war es denn gewesen? Lalalala. Weil, was ich auch sehr schön fand bei den Fragen, vielleicht habe ich sie auch schon weggeklickt, das tat mir jetzt total leid. Ich hatte gesehen, man kann natürlich an Bord auch andere Sachen mitnehmen. Zum Beispiel, ja, was als Einfaches, was uns allen das Herzen höher schlagen lässt, nämlich einfach eine Kamera, ne? Eine kleine GoPro. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Nö, es dürfte keine Werbung sein. Man weiß eh, dass es meistens mal eine GoPro ist, weil die einzigen sind, die das überleben. Oder ist das was Selbstgeschnitztes?
Nee, das ist eine Kamera, die wir jetzt gerade mal testen. Das ist ein neues Produkt von einer anderen Firma. Sehr nett. Konkurrenzbelebt das Geschäft. Ich finde das gut. Gut, es gab einige Jahre, so vor 5 bis 10 Jahren, da war die GoPro praktisch das Nonplusultra der Actionkameras, was ja diese Kameras so sind, mit einer hohen Bildrate. Aber es gibt immer mehr bessere, die deutlich günstiger sind. Und ja, weiß ich nicht, also ich habe zwar auch einige GoPros, aber inzwischen sind die Bilder und die Bildraten, das erzeugt so viele Daten, dass man ja das schon Schwierigkeiten bekommt, die Videos zu schneiden. Ja, das ist ein Ja, glaube ich bisschen sofort. gut, da ist Ich der meine, Computer nicht groß genug und die ja, ich Kameras meine, die waren auch schon Qualität ist ziemlich geil. heiß. Ja, das Ah, ja klar. ist Aber wie ist denn das? Pappst du da die Kamera da irgendwie rechts dran? Weil aerodynamisch ist das ja nicht gerade. Gibt es eine geschicktere Variante? Fragezeichen. Gut, also hier bei dieser Kamera, da habe ich ein spezielles Adapter 3D gedruckt, das praktisch unter der Spitze sitzt. Und die Spitze ist hier auch, hat so eine Form, dass ein Ei transportieren kann. Das ist eigentlich, was wir unsere Eierrakete nennen hier von unserer Modellraketenfirma. Und wir wollten einfach mal die Kamera testfliegen. Deswegen haben wir das da so einen Adapter gedruckt. Wollen wir aber ein spezielles Adapter bauen? Das auch, da sieht man jetzt gerade den Fallschirm rauskommen, dass auch wenn man jetzt landet, dass die Kamera auch nach unten zeigt und nicht wie nach oben, wie man jetzt so schön sieht, und Sonnenbeobachtungen durchführt, ist ja dann nicht so toll. Naja, man kann es auch abwechslungsreicher gestalten, man kann auch mehrere Kameras einbauen. Also im Endeffekt, wenn ich mir hier mein Raketenmodell nehme, das heißt, die Kamera, die sitzt jetzt hier oben sozusagen direkt, wo das Köpfchen ist und filmt auch gerade nach oben. Nee, ist ja nicht. Die guckt doch Nee, jetzt in dem gerade nach Fall, unten. die ist nach unten. Die Kamera, die filmt zur Seite raus. Also, habe ich die jetzt hier? Also, die Kamera, nee, habe ich jetzt nicht. Die schaut wirklich die ganze Zeit nach unten. Also, von der Form her ist es so ein, ja, so 7 cm langer Stab, der zur Seite rausschaut. Das ist dann so Ah, okay. quergelegt in dem Adapter, ja. Aber da gibt es alle möglichen Formen. Also gerade so Kameras, die direkt nach unten schauen, so, Ich hätte haben wir jetzt jetzt nicht so gedacht, ihr hättet gefunden. das irgendwie ganz trickreich mit Spiegeln oder so irgendwas gemacht, ja? Sodass man zum einen mit der einen Hälfte nach unten guckt, mit der anderen nach oben oder nach rechts, also sprich waagrecht, und darüber das gelöst hätte. Das wäre so meine I Idee gewesen. Ja, das kann man auch machen, aber das ist wirklich eine sehr kompakte Kamera und die Rakete ist auch nicht groß. Da hat man nicht so viele Möglichkeiten. Weil hier zum Beispiel jetzt bei der Aufnahme, da habt ihr ja 90 Grad, also Ja, waagrecht genau. oder Und zwar, horizontal ja, ausgefilmt. sieht man hier, ist vielleicht kein mitteleuropäischer Startplatz, sondern ist in Barcelona oder in der Nähe von Barcelona, besser gesagt, wo ich mal für 12 Jahre gewohnt habe, weil ich dort für eine ESA-Satellitenmission gearbeitet habe. Und ja, da hatte man praktisch das ganze Jahr über Raketenstartwetter. Ja, das ist jetzt, glaube ich, hier im Winter. Danke. Also Aber Winter hey, dort. ich weiß nicht, wann ihr euch die Folge anguckt, aber bei uns fängt jetzt auch so langsam der Sommer an, wiederzukommen. Ja, also von daher kannst du mir keine lange Nase machen. Wir haben nicht mehr Winter. Ich muss keine dicken Sachen mehr anziehen. Ja, Ja, gut, ich alles bin fein. ja auch wieder jetzt in Bayern, bin ich jetzt gelandet. Apropos Ja, landen, gut. da sieht man jetzt auch wieder schön im rechten, Entschuldigung, im linken Abschnitt, wie die Rakete langsam am Fallschirm nach unten schwebt. Und rechts sieht man natürlich auch, wie jetzt langsam aber sicher der Boden immer näher kommt. Und klar, das ist jetzt Slow-Mo, aber das sieht jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell aus, wenn so eine Rakete nach unten kommt. Nee, also die Landegeschwindigkeit, so man peilt da so ja 5 bis 7 Meter pro Sekunde an. Also 7 Meter sind schon eine ganze Ecke, finde ich. Also zumindest wenn es ein menschlicher Ja, Körper wäre, fände das nicht also man ganz so muss sagen, sonderlich cool. ein wichtiger Aspekt bei diesen Modellraketen ist ja, der größte Teil der Rakete ist ja praktisch hohl. Also so eine Rakete, die Schnittlauch, schon Treibstoffe klar. sind klein und dann ist der Treibstoff ausgebrannt. Also ja, das ist schon auch an sich so relativ leicht. Also diese Rakete, die wiegt hier 700 Gramm oder so. Vor die
RFE1, die größere, 1,2 Kilo mit Treibsätzen. Also das ist für die Größe ist eigentlich sehr, sehr ein geringes Gewicht. Also, Die Raketen, ich habe jetzt gesehen, du hast jetzt eine Ariane, du hast eine RFA, du hast auch eine Soyuz gebaut. Sind das jetzt alles Kits oder sind das so Sachen, die ihr euch jetzt, die du dir selbst, die jetzt ihr in der Familie, in der Firma euch überlegt habt, für so ein Kit? Wie kommt man eigentlich dazu, eben sich so etwas naja, auszusuchen? gut, selber, ich habe die Raketen selber gebaut, muss ich sagen. So Kits selber zu machen von Weltraumraketen, da gibt es doch dann viele Rechteinhaber und man darf das nicht so einfach machen. Zum Beispiel bei allen europäischen Raketen, Ariane-Raketen, da spielen die Herstellerfirma Ariane Group hat dann Recht drauf und die ESA natürlich auch. Und von denen muss man dann die Zustimmung bekommen. Ist aber genauso auch bei SpaceX. Ja, da, wenn man die Raketen verkaufen möchte, bräuchte man eigentlich immer die Zustimmung von denen. Ah, okay. Es gibt jetzt von einem unserer Mitbewerber, der Firma Estes, gibt es eine Falcon 9 Rakete zu kaufen in den USA. Wir vertreiben zwar auch Scale-Modelle von dieser Firma, aber eine der involvierten Parteien möchte nicht, dass es in Europa verkauft wird. Okay. Ich sag mal nicht Okay. Ja, wer. können wir einfach mal so dahingestellt lassen. Das ist so, ich meine, es gibt ja alles so, auch Betriebsgeheimnisse. Ich meine, wenn ich dir jetzt auf den Ja. Zahn fühlen würde und sagen würde, sage mal, ich habe irgendwie gehört, ihr baut da, ich meine, ihr macht ja diese Motoren selbst, ne? Das finde ich ist ja sowieso schon wieder sowas total Abgefahrenes. Also aus was besteht denn das? Kann das jeder eigentlich machen oder wie läuft das bei euch? Ja gut, prinzipiell kann jeder sein eigenes Design natürlich bauen und auch diese Scale-Raketen für den privaten Gebrauch. Ja, oder wenn ich das halt, ja, diese Ariane-Raketen von Kits bauen lasse, dann lasse ich mir das natürlich vorher genehmigen. Klar. Und dann bei solchen Aktionen kriegt man die Genehmigung auch. Das ist jetzt kein Problem. Aber wenn man halt die Raketen dann verkaufen möchte, dann sieht es ganz anders aus. Okay. Und aber ich hatte jetzt mehr so abgezielt auf, naja, ihr baut ja bei euch auch Raketenmotoren, ne? Ja, Und das ja. fand ich total spannend, weil du hast mir ja auch eines dieser von so einer abgefahrenen Maschine hinterlassen, wo man scheinbar auf der einen Seite ein bisschen was Dunkles reinschiebt, auf der anderen Seite ein bisschen was Ja, mit Stoff und hier unten den. kommt ein Motor raus. Und das war das, was ich Genau, vorhin man hat. meinte, du wirst mir wahrscheinlich nicht verraten, was da so dunkle da etwas drin, was der Treibstoff im Endeffekt ausmacht, aus was der besteht. Ne? Da hat ja jeder so seine Geheimnisse. Ja, also das Dunkle, was bei uns, unser Treibstoff ist relativ weiß, bis auf die Ausstoßladung. Das Dunkle ist Ah. immer Schwarzpulver. Das kann ich schon Okay. sagen. Aber der Rest bei uns besteht aus anderen Chemikalien. Es Okay. gibt Aber aus was drei. bestehen meistens solche Motoren? Gibt es da so einen Grundstoff, das jedes Teil drin hat? Oder hat da jeder wirklich sein eigenes kleines Süppchen Naja, gebaut? also grundlegend ist eigentlich, man verbrennt eigentlich ein Metallpulver. So zum Ah, okay. Beispiel im Shuttle-Feststoffbooster oder jetzt bei der SLS, ist ja fast die gleiche Treibstoff, müssen nicht ganz genau. Da wird Aluminiumpulver verbrannt mit einem Oxidator, also ein Stoff, der ja Sauerstoff enthält, oder meistens nimmt man aber eher Chlor, also da hat man dann Ammonium Perchlorat, das als Oxidator dient. Ja, und dann wird das gibt es eine dritte Komponente, die ist meistens dann immer geheim, weil mit der regelt man die Abbrandgeschwindigkeit. Ja, Ah, okay. genau. Okay, also Und genau, das Mittel X, da gab es früher ja. auch mal so einen Film, da hat dann immer der Hauptprotagonist hat dann das Mittel X hinzugefügt, das war einfach nur seine Spucke, hat immer reingespuckt und alle haben gedacht, was Wunderbares dieses Mittel ist. Nein, nein, das hat er da. Aber gut, bei euch ist das natürlich ein Also Spucke bisschen ist es aufwendiger. nicht. Es ist ein Mittel, das auch bindet, ja.
Damit ist ja eigentlich alles in Pulverform, die anderen Komponenten, und die müssen dann zusammengehalten werden. Und eines der Eigenschaften, die dieses, die dritte Komponente haben muss, ist, dass es alles zusammengebunden wird, das Pulver. Also, dass man das dann zusammen pressen kann oder auch, dass man es entweder pressen ist eine Variante, was wir machen. In dieser Roboterkarussell wird der Treibstoff, das Pulver reingepresst in mehreren Lagen. Bei größeren Feststofftriebwerken geht das nicht. Da wird es wirklich verflüssigt und dann reingegossen. Stimmt, hatten wir bei den SRB, bei den schönen Boostern des Shuttles und auch jetzt natürlich die aktuellen, hat man das immer gesehen. Ja, oder auch bei den Boostern für die Ariane-Raketen. Abgefahren. Also auch für die Ariane 6 jetzt, genau. Das wird dann dort in Kourou gemacht, habe ich mir auch schon mal anschauen dürfen. Allerdings noch, als die Booster für die Ariane 6 sind ja noch in Entwicklung. Die ersten sind jetzt fertig für den Erstflug, endlich mal. Aber damals die erste Testbefüllung, da hat man Zucker verflüssigt mit einigen zusätzlichen Komponenten, um das einfach mal in die Formen, in die Hülsen reingegossen. Eine süße Angelegenheit. Zu testen. Ja, 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 sah auch genauso schön weiß und so ein bisschen kristallisch aus. Ja, man konnte es auch relativ einfach entsorgen, weil, ne, ist ja keine Chemie, ist ja nur Zucker. Ja, ja, ja. Eine der größten abhängig machenden Mittel auf dieser Welt. Ich liebe Schokolade. Okay. Also Chattanooga, nochmal vielen Dank für die Frage. Mit Dimotron sehen professionell aus. Baut ihr die selber? Das war nämlich eben genau eigentlich der Hinweis hier auf dieses Video auch mit dazu. Ja, kann man vielleicht noch dazu sagen, also wir bauen mehrere hunderttausend dieser Raketenmotor im Jahr, alles nur ermöglicht durch diese Maschine natürlich. Sonst, es gibt noch ein paar andere Firmen, die solche ähnlichen Motoren herstellen. Da wird es aber meistens in Handarbeit gemacht. Man braucht viel mehr Zeit und es kostet dann natürlich auch mehr. Und hier diese Maschine, das ist Hochpräzisionsarbeit, die da geleistet wird. Also jede Treibstoffpressung, da wird der Treibstoff auf 100 Gramm gewogen. Und falls da eine Abweichung festgestellt wird beim Wiegen, dann wird der Motor automatisch aussortiert und wird nicht benutzt. Also, daher habt ihr dann auch diese Ausfallsicherheit, die halt dann immer geringer wird. Ja. Okay. Außerdem, ja, werden zufällig werden Motoren ausgewählt von der Maschine und die feuern wir dann auf dem Teststand ab, um zu sehen, dass alles funktioniert, wie es soll. Also messen auch den Schub, sodass wirklich, dass wir davon ausgehen können, wenn die Motoren uns verlassen, dass die alle auch funktionieren. Das finde ich gut. Übrigens, ja, Patrick hat gerade geschrieben, weil ich meinte vorhin, dass Frühling ist und er sagte, das ist hübsch, dass Frühling ist, aber bei uns hat es vorhin geschneit. Bei euch auch? Nein, in die Richtung schaue ich nach draußen und da schneit es nicht. Einstellige Temperaturen gibt es wieder, aber nicht mehr lange, hoffe ich mal. Oh ja, das wäre schön. Fliegt ihr eigentlich das ganze Jahr hindurch, eure Modelle? Kann man machen. Ist aber unangenehm. Und zweitens, also die Motoren sind ein bisschen feuchtigkeitsanfällig. Weil, gut, es ist halt ein trockenes Pulver, was drin ist, und wenn das feuchtet, brennt es halt schlechter oder es zündet schlechter auch. Und dann kann es halt vorkommen, dass man öfter Fehlzündung hat. Gut. Und gerade bei 9 Stück wäre das natürlich blöd, wenn dann 2 ausgehen, ne? Genau. Deswegen macht man das nicht so. Es gibt da einen gewissen Trick, wie man Feuchtigkeitseindringen begrenzen kann. Also man die beiden Enden, nenne ich es mal, vom Raketenmotor ein bisschen mit Wachs verschließen. Machen. Damit nichts reinkommt, ja, klar. Ja, da hatte wahrscheinlich jeder so seine kleinen Tricks. Aber man muss halt nur wahrscheinlich dran denken, das Wachs auch wieder wegzumachen. Ne? Das wird natürlich blöd. Nee, also bei den Temperaturen, die da herrschen, bei dem Abbrand, da ist von dem Wachs nicht mehr zu. Okay, ich dummerle. Gibt's denn eigentlich, was siehst du als echte Herausforderung bei dem Bau von so einer Rakete eigentlich an? Naja, gut. Man muss also wirklich darauf achten, dass man eine gute Aerodynamik vom Körper hat. Also besonders die
von der Spitze ist es wichtig, weil wenn man da irgendwelche ja, rausstehenden Teile hat oder so, das gibt halt Turbulenzen und Druckunterschiede um die Rakete herum und die fliegt dann halt nicht unbedingt dahin, wo man möchte. Also es gibt leichte Abweichungen, aber gut, wenn man dann einen Windstoß hat, der das nur noch in die gleiche Richtung geht, dann hat man eventuell ein Problem und die Rakete fängt an zu taumeln oder ähnliches. Ansonsten ist es eigentlich relativ leicht. Man braucht halt ein bisschen Geduld, bisschen ja, verschiedene Kleber für verschiedene Zwecke benutzen, die teilweise auch mal ein paar Tage trocknen müssen. Ach, da kommt die Geduld her. Warten, bis man zum nächsten Schritt kommt. Ja, genau. Ja, ansonsten gibt es da eigentlich nicht viele Grenzen, die außer den gesetzlichen, die man einhalten muss. Da kann man eigentlich seiner Fantasie freien Lauf lassen. Also Cool. Ja, bei mir ist halt, bei mir ist halt so, dass ich ja schon immer von Raumfahrt begeistert wurde, dann war und dann ja auch ja, dann gearbeitet habe in dem Bereich als Astrophysiker. Und ja, ich habe dann auch während der Tätigkeit als Astrophysiker wieder angefangen, verstärkt Raketen zu starten, weil ich halt mit Teleskopen beobachtet habe, mit in Regionen, wo das Wetter oft nicht so gut war. Da hatte ich halt ein bisschen viel Zeit und habe ich dann das Hobby Sinnvoll wieder umgesetzt. verstärkt umgesetzt, genau. Und deswegen, ja, es für mich gehört meine Modellraketen, so wie ich sie baue, selber, diese Scale-Modelle von Raumfahrträgerraketen, das gehört irgendwie zusammen und mit der Bildungsarbeit habe ich da auch, glaube ich, einen sehr guten Weg gefunden, wie ich meine eigene Begeisterung für das Thema auch auf die Kids übertragen kann. Ja, das klappt ganz gut, wenn man selber begeistert ist, das auch anderen zu vermitteln. Also, Absolut. das hilft auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt so ein Modell dir vornimmst, wie gehst du dann vor? Wo holst du dir dann die Infos für sowas raus? Wie fängst du damit an? Das ist ganz unterschiedlich. Also für viele Raketen, die schon ein bisschen älter sind, da gibt es so Baupläne. Ja. So, das Internet ist groß und Das Internet vergisst macht's sowas nie. möglich. Ja. Und wie jetzt bei neuen Raketen, ja, sollte man sich trauen, mal den Hersteller zu fragen. Meistens wird gesagt, nee, geht nicht. So, dass man Aber halt wirklich probieren kann man vergibt. es ja mal. Ich Ja, meine, ja, manchmal ne? klappt es. Also. Ja, also ich habe schon mal Originalbaupläne eine Rakete bekommen von einer Firma, die ich jetzt natürlich nicht nenne, weil sonst gibt es ja ein bisschen viele Anfragen bei denen, nehme ich mal an. Wir machen es anders. Wir Ja, fragen einfach alle und bei so. dir an. Nein, Scherz, machen wir nicht. Okay? Nee. Kann ich nicht verraten. Habe ich auch unterschrieben, dass ich es nicht tue. Sehr gut, sehr gut. Dafür gibt es ja Gut. NDRs, NDAs, dafür sind ja Genau, extra erfunden sowas muss worden man und man muss sie unterschreiben, dann auch genau. mal nutzen. Und ja, es gibt oftmals solche Kleinigkeiten. Okay. Ja, sonst, aber es gibt halt ja Zeichnungen und ja, Animationen von Raketen, da kann man sich schon viele Details abschauen. Ist manchmal sehr interessant. Bevor die richtige Rakete geflogen ist, dann verändern sich auch die animierten Raketen ein bisschen. Und dann, aber wenn die richtige reale Rakete fliegt, dann sieht die immer noch ein bisschen anders aus. Das ist praktisch schon ein Gesetz. Also, ich habe, glaube ich, jetzt bei der Ariane 6 auch vor wenigen Wochen wieder eine Neuigkeit entdeckt, die vorher noch nicht in den Zeichnungen drin war. Sodass man es immer so ein bisschen flexibel halten muss, dass man was abändern kann und so. Ja. Das war ja auch langweilig. Jetzt kommt jetzt mal ganz ehrlich. Wäre das nicht total langweilig? Du hast deine Rakete gebaut, wartest 2 Jahre oder auch 5, bis sie dann endlich fliegt und stellst fest, sie ist perfekt und musst nichts dran verändern. Du darfst nichts Ja, dran ja, ändern. ja. Du musst warten, bis sie vielleicht einmal den Fallschirm nicht ausstürzt und einfach gerade in den Erdboden reinstöpfst, um sie neu zu machen. Das wäre doch schade. Also mir würde da was fehlen. Ja, Geht es dir da anders damit? gut. Ja, gut. Ich habe eigentlich noch viele andere Projekte, die ich auch umsetzen könnte anstelle. Also Ideen gehen mir da eigentlich nie aus. Als ich am Anfang, als ich halt ganz einfache Raketen gebaut habe, da war das vielleicht ein bisschen anders, weil
Da baut man halt ganz einfache Raketen und dann, ja, war's das. Ne? Und dann, ich habe dann, ja, dann wirklich also diese Scale-Modelle angefangen. Und ja, Space Shuttle war natürlich immer das große Ziel. Habe ich jetzt auch mal wieder eine neue Idee, also wo man jetzt auch die Booster wirklich abtrennen kann und so. Das habe ich einen neuen Trick kennengelernt. So, nicht nur den Das Orbiter, hört sich sondern auch gut an. Man lernt nicht Booster. aus dabei, selbst wenn man Ja, es es geht immer ganz in was Ruhe. Man muss Neues. ja nicht immer Ja. alles mit Wettbewerb machen, schneller, höher, weiter, weil das Ja. schon cool sein kann. Aber ja, man Ja, kann es mit und Ruhe machen, man lernt immer noch was dabei weiter. Finde ich cool, hat doch was. oder ob eine Raketenstufe mal wieder auch zu landen oder so. Habe ich schon einige Projekte auch natürlich gesehen, was ja auch sehr bekannt ist. Ist von aus der Firmenperspektive ein bisschen problematisch, weil man sowas nicht verkaufen werden Das dürfen ist echt darf. schade. Ist es auch eines Zumindest nicht deiner in diesem Land. herausforderndsten Projekte gewesen? Oder was war dein herausforderndstes Projekt für dich? Oh, das ist eigentlich schwer zu sagen. Prinzipiell, was am längsten gedauert hat, war die erste Version vom Space Shuttle, die ich gebaut habe. Das war auch schon mit so einem Space Shuttle, der sich abgetrennt hat und zurückgeflogen ist alleine. Ah, da musste ich aber extra neue, größere Motoren besorgen, was in Spanien ein bisschen leichter war als hier. Außer jetzt, weil du an der Quelle Und sitzt, das ist wie was anderes. also ich selber habe gar keine Erlaubnis, Motoren über 150 Gramm zu fliegen. Ah, Weil, okay. ja, aber natürlich in der Firma haben Leute die Erlaubnis, Genau. also dass wir da auch mehr machen können. Und ihr seid ja da auch ein Team wahrscheinlich auch, die auch irgendwo auf den Ja, Platz ja, geht. ja. Wo geht ihr denn fliegen? Wo sitzt ihr denn? Also wo sitzt denn jetzt Klima an der Stelle? Ja, gut, ist ein Ort, heißt Emersacker, ist bei Augsburg, also ganz in der Nähe Ah, von Augsburger der Rocket Kessler. Factory oder MT Aerospace, da wo die großen Sachen gebaut werden in Deutschland. Dann passt ja Und perfekt dann, da hinein. Und wann und wo ja. geht ihr dann auch mal fliegen? Prinzipiell einen eigenen Startplatz haben wir gar nicht. Also wir gehen auch raus aus dem Dorf auf den nächsten öffentlichen Feldweg und starten dort. Also auch unsere Teststarts und so, das machen wir dort. So extra eine Fläche dafür zu reservieren. So viele Starts macht man dann auch nicht. Also lohnt sich nicht. Okay. Und ich habe jetzt gesehen, du bastelst ja nicht nur tolle Raketen, du, ja, ich wollte schon sagen, du verschenkst sie an die richtigen Personen an der Stelle, ne? Ah, ja, gut. Das war gut 2014 nach der Blue Dot Mission von Alexander Gerst auf seiner Willkommensparty. Das fand in Bonn statt und manchmal habe ich seltsame Ideen und da Och, ich finde die gar naja, ich nicht so hatte auch seltsam, aber gut. ein kleines Use-Modell gestartet und veröffentlicht während am Anfang der Mission von Alexander Gerst und einer der wenigen Tweets vom Alexander selber von der Station aus, die war ein Kommentar zu dem Video von der Rakete. Hat er dann auch auf seinem Blog dort veröffentlichen lassen und auch Schön. dann danach habe ich dann die größere gebaut und dann ja, wurde ich da eingeladen und habe ich gedacht, dann nicht mal die Rakete mit, mal schauen, ob ich damit durch die Sicherheitskontrollen durchkomme. Sie riecht irgendwie nach explosiven Ja, Reizstoffen. die Rakete ist natürlich benutzt und da gibt es halt Reststoffe Klar. in der Rakete drin, weil ja die Motoren nach innen arbeiten und so. Also es ist schon, Sicherheitskontrollen auch am Flughafen oder auch sonst Klar. können schon mal ein Problem sein. Also Ja, das ja, versteht man auch genau, da habe selbst, ich wenn in die man keinen Rakete. Sprengstoff hat. Man muss nur bestimmte elektronische Sachen dabei haben, die aussehen wie, ich sag euch, da wird man jedes Mal rausgezogen. Und mit der Zeit weiß man es dann schon, sagt, ja, sie suchen das und das, darf ich sie ihn rausnehmen, dann können sie es angucken, alles fein, ja. Aber die machen ja auch nur ihren Job und das ist ja auch zu unserer Sicherheit, von daher alles fein. Aber es sieht aus, als wenn er sich gefreut hätte. Ja, hat auch erzählt, der hat früher als Jugendlicher selber auch Raketen gebaut.
Und ja, deswegen war es für ihn irgendwie auch so ein besonderes Geschenk. Und wenn ich richtig informiert bin, steht es noch in seiner Wohnung oder so. Es wird also Ja. gemunkelt, das ist doch cool. Nee, ja, hat er selbst mal verlauten lassen. Aber ist auch schon wieder ein paar Jahre her, wer weiß. Kann ja auch mal umgezogen sein. Ja, wer weiß, wer weiß. Ja, ist auch ja, nicht mehr in Köln. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, dann macht ihr das als Verein, aber es gibt ja auch, wie wichtig ist es eigentlich für dich so dass, ich meine, gibt es da eine große Community, die sich irgendwo austauscht, auch im Internet eben über solche Modelle und über das, komm, wir gehen mal wieder eine Runde schießen oder so, oder es gibt einen Wettbewerb in Bulgarien. Gibt es da irgendwie eine Anlaufstelle, die du da irgendwie empfehlen kannst, wo man mal draufschauen sollte, wenn man sich sowas mal in live anschauen möchte? Also es gibt verschiedene Foren, aber praktisch hat da fast jeder Raketenmodellsportverein sein eigenes. Okay. Also ist ein bisschen schwierig. Ich kann da ein paar Links unter das Video dann Ja, das wäre cool. verteilen. Ja, das mache ich gerne. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, so eine richtige allumfassende Webseite, die gibt es dann nicht wirklich. Also Kein Problem, man kann ja auch ansonsten bei euch im Lager vorbeikommen und oder in der Firma vorbeikommen oder ja, dich halt dann auch mal direkt fragen oder so, ne? Das ist ja, wäre nicht ja. das Thema an der Stelle. Also Öffnungszeiten 8 bis 17 Uhr, Montag bis Freitag. Und natürlich, ich bin auch der am meisten ans Telefon geht, kein Problem. Und Samstag ist auch noch von 8 bis 12 Uhr also Leute, geöffnet. wenn ihr damit mal Spaß haben wollt und den Zugang sucht, Holger ist auf alle Fälle ansprechbar. Und ja, Holger, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Das heißt, ich schaue nochmal ganz kurz nach, was wir noch momentan hier an Fragen im Chat haben. Aber ich glaube, wir haben so die wichtigsten schon mal ganz kurz durch. Genau, Patrick hat eben nochmal gefragt, wo man dich am besten trifft. Das haben wir, glaube ich, eben auch schon so halb mit abgehandelt. Danke für den Hinweis, Patrick. Der Dirk Strautmann fragt noch, welche Höhen und welche Geschwindigkeiten erreichen denn Raketen bei Meisterschaften? Aber da hast du ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, die Meisterschaften, wo dein Chef mitgemacht hat, die gingen mehr um Entspannung und langes Fliegen und so, ne? Ja, Also da haben wir vielleicht gar nicht so genau. die Infos. Oder weißt du zufälligerweise, wie schnell die damals waren? Eigentlich nicht so schnell und auch nicht so hoch, also nur wenige 100 Meter. Und da war wirklich dann die Thermik das Entscheidende. Dann ja, die Raketen, also im einstelligen Grammbereich, nach Abbrand des Treibstoffes. Und Das dann ist ist also, die Rakete gibt es noch, aber zeigen darf ich die leider nicht. aber braucht ein bisschen länger, bis es unten ist. Ist klar. So. Astro Markus hat vorhin noch geschrieben, ich habe den von Mattel die Alpha-Rakete gehabt, später den Orbital-Transporter. Aber ist lange her. Also ich sehe schon, auch andere haben eine schöne Historie mit dem Thema. Total klasse. Also ihr habt da echt einen super geilen Sport, gefällt mir so richtig gut. Nochmal schauen, was wir hier haben. Der Chat, auch wieder viel, viel Grüße in den Chat. Ihr habt mir mal wieder hier, wow, eine ganze Menge Text diskutiert und so weiter. Und auch wieder immer mit viel Humor. Finde ich sehr, sehr nice. Aber da sehe ich jetzt momentan, glaube ich, nichts an der Stelle. Sonst, Harzen, hast du noch ein Thema für uns, über was wir noch kurz plauschen sollten? Ja, ich glaube, da haben wir ihn wahrscheinlich auf dem Weg verloren. Ansonsten ganz liebe Grüße an den Harzner, weil der Ups. bereitet ja hier mal unseren Kurs vor. Ach, er hat den Sorry. Soundknopf wieder gefunden. Jetzt hören wir dich. Ja, ist das besser? Nee, tatsächlich bin ich fasziniert, weil ich glaube, ihr habt echt vieles sehr gut beantwortet und es ist ein sehr faszinierendes Thema. Ich bin ziemlich hin und weg. Ja, ne? Also wir wissen schon, was wir demnächst mal an einem Wochenende machen, nämlich irgendwo hinfahren, wo sowas in die Luft geht, weil ich glaube, das muss man auch mal selbst
erlebt haben. Also gerade für diejenigen, die noch keinen richtigen Raketenstart irgendwie erleben haben dürfen. Das sind wahrscheinlich, also ich glaube, das da ist eine echte Alternative und da kann man auch, glaube ich, eine Menge Spaß haben. Holger, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns echt so wahnsinnig viele Infos gegeben hast und unsere Fragen beantwortet hast. Also echt total eine tolle Sache. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken, dass ich dieses tolle Hobby, das ich auch wieder zu meinem Beruf habe machen können, bei euch darstellen konnte. Ich hoffe, wir haben ein paar neue Fans, die vielleicht auch selber aktiv werden, gewonnen dadurch. Und ja, das wäre total cool. Vielen, vielen Dank dafür. Jo. Harzner, weil ich dich schon gerade gehört habe, nächste Woche sind wir ja wieder bei dir auf dem Kanal. Hast du denn schon ein Thema, was du uns verraten kannst, was du da ansprechen wirst? Ja, ich habe ein Thema und einen Gast. Es geht um die größten und gigantischsten Energieausbrüche, die es im Universum gibt. Es wird sehr spannend. Okay, ich habe das Gefühl, wird auch ein heißes Thema. Fast so heiß wie unsere Raketenmotoren, die wir eben gerade hatten. Cool. Ja, dann auch nochmal dir, Harzner, vielen, vielen Dank für deinen Support. Euch an den Chat und natürlich auch meine Kanalmitglieder. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich jeden Monat so toll unterstützt. Und ja, ich hoffe, es werden noch mehr von euch. Ansonsten hinterlasst auf alle Fälle bitte ein Abo. Und auch ein Like für die Episode wäre total klasse. Wir hören uns in spätestens 2 Wochen auf diesem Kanal wieder und in einer Woche beim Harzner. Ich wünsche euch allen noch einen tollen Abend und habt immer eine Handbreit Luft unter dem Hintern. Ich würde sagen, wir sehen uns bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.